Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über meinen Fokus. Ihr wisst ja Bescheid, ich musste mich ein bisschen lang dran gewöhnen, aber jetzt ist 6 Monate rum und wie beim Talk gebe ich euch heute ein Feedback nach 6 Monaten über das Focus Sam Squared 6.8. Viel Spaß bei diesem Video. It's gonna be a good day. Just gonna send it. Okay, als allererstes sprechen wir über die Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen mittlerweile. Und als zweites über die Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Legen wir direkt los. Punkt Nummer 1, der mir mittlerweile super gut gefällt, sind die 29 Zoll Laufräder. Ich hatte so eine Zeit, da musste ich mich ein bisschen daran gewöhnen, aber mittlerweile feiere ich das extrem. Mir gefällt es super, super gut und bin sehr, sehr happy damit und überlege sogar, ob mein zukünftiges Bike auch 29 Zoll Laufräder hat. Aber da werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Punkt Nummer 2 ist, es klingt vielleicht doof, aber die Farbe verträgt halt ziemlich viel Dreck und ist sehr, sehr dankbar, was Dreck angeht. Das heißt, ich muss das ganze Ding nicht so oft sauber machen, wenn es mal ein bisschen scheiße aussieht, und das finde ich mega, mega gut und ich bin auch sehr, sehr happy mit dem Design. Ich finde, das Bike ist echt ein schönes Fahrrad und es gefällt mir echt, echt gut. Nummer 3, ich habe das Gefühl, das Fahrrad ist wirklich wie gemacht für so Flow Trails. Es ist wirklich nicht gemacht für technisches Terrain, irgendwie habe ich das Gefühl, weil da fühlt das sich nicht wirklich wohl. Aber im Bikepark zum Beispiel fühlt sich das Ding richtig wohl. Auf einem Flowtrail wie Stromberg habe ich mich auch unglaublich wohl mit dem Teil gefühlt und muss wirklich sagen, es war jetzt wirklich eine Negativumstellung, als ich letztes Mal mit dem Torque wieder im Park war. Und mir hat auch ein bisschen das Gewicht zum Beispiel gefehlt beim Springen. Dieses satte Gefühl in der Luft, das ist wirklich ein Ding, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und ich musste mich zwar echt dran gewöhnen, aber jetzt so langsam fühle ich das extrem und bin echt super, super happy mit dem Fahrrad. Punkt Nummer 4, die Ausstattungsvariante 6.8 mit der Zap und dem Select Plus Dämpfer und auch tatsächlich der viel gehassten SRAM Bremse reicht für mich vollkommen aus. Ich bin happy, dass ich ein und dieselbe Bremse auf dem Torque fahre, wie ich auf dem Focus fahre. Das finde ich eine gute Sache, weil ich mich da nicht umstellen muss. Außerdem hatte ich bisher kein einziges Mal das Gefühl, dass irgendwie das Fahrwerk an seine Grenzen gekommen ist oder so. Und auch wenn die Zap-Gabel nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten hat wie die Select Plus, komme ich damit gut zurecht. Ich denke, auf einem höheren Level, wenn man auf einem viel höheren Level fährt, als ich es tue, merkt man da vielleicht einen Unterschied. Aber ehrlich gesagt, Leute, ich merke da nicht so einen großen Unterschied dabei. Kommen wir jetzt zu den Negativ-Facts bei dem Bike. Und vielleicht habt ihr da den ein oder anderen Tipp für mich, wie ich diese Negativpunkte noch irgendwie ausgleichen kann und die vielleicht dann nicht mehr negativ sind. Punkt Nummer 1 ist das Gewicht. Das Ding ist halt wirklich schwer. Und gerade auf technischen Trails oder wo man ein bisschen langsamer fahren will, gefällt mir das Gewicht, was dann bergab schiebt, echt überhaupt nicht. Ich würde niemals auf die Idee kommen, mit dem Ding zum Beispiel nochmal nach Altenberg zu fahren, wer das kennt, weil das einfach zu, also da fühlt sich das Rad nicht wohl, ich fühle mich mit dem Rad dort nicht wohl und da würde ich halt einfach mit dem Fahrrad, auch wenn es viel Uphill dort ist, nicht fahren. Punkt Nummer 2, wo ihr mir vielleicht helfen könnt, wenn ihr einen Tipp habt. Ihr wisst ja, oder viele schreiben es auch in den Kommentaren, was klappert da so? Ich habe keine Ahnung, was an dem Bike so klappert. Ich habe jetzt letztens den Tipp bekommen bei einem Fahrtechnikkurs,
dass vielleicht die innen verlegten Züge klappern und dass man da sowas drum machen kann. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber wenn ihr noch einen Tipp habt, was an dem Ding so klappert, dann sagt mir gerne Bescheid. Also mittlerweile habe ich mich da echt dran gewöhnt, was da so klappert, also dass es klappert. Aber auf Videos insbesondere ist es irgendwie doof. Und ihr wisst auch so, wenn ihr mit einem Bike fahrt, was irgendwie voll viele Geräusche macht, das fühlt sich irgendwie unwohl an. Und gerade wenn das auch noch andere hören, hat man das Gefühl, ja, was fahre ich da jetzt für eine Klapperkiste? Und das ist irgendwie nicht cool. Deswegen, das ist auch so ein Punkt, der gefällt mir nicht so. Und der dritte Punkt, der Negativpunkt, ist der Vorbau. Der hat vielleicht die Vorzüge, dass das Cockpit schön aufgeräumt ist. Aber Leute, sind wir mal ehrlich, wirklich schön ist dieser Vorbau nicht. Und ich bin da, ja, ich habe mich dran gewöhnt, mir das anzugucken. Ich sehe es ja hauptsächlich nur auf Videos, weil ich soll ja immer schön vorausschauend fahren und weit nach vorne gucken, den Blick weit nach vorne werfen. Aber ja, der gefällt mir optisch einfach wirklich nicht. Und der letzte Negativpunkt ist ein Punkt, den ich teilweise schon behoben habe, ist einfach, dass die Steckachsen alle geschraubt sind. Das heißt, ich brauche überall einen Imbus, um den zu öffnen. Und für jemanden wie mich, der das Rad immer ins Auto lädt, ist das nicht so cool. Da hätte ich lieber so einen Schnellspanner, der einfach ja schnell Rad rein, Rad raus und so. Das ist irgendwie eine schönere Sache. Hat natürlich den Nachteil, wie gerade bei E-Bikes, wenn ihr Jobrad und so macht und damit zur Arbeit fahren wollt, dass ihr das eigentlich sichern müsstet, weil dann halt so ein Laufrad ziemlich schnell mal eben so geklaut ist. Und das ist nicht cool. Für mich allerdings nicht so relevant. Auch wenn das Fahrrad geleast ist, ist es so, dass ich einfach das Rad halt nie irgendwo stehen lassen würde. Und das halt immer drauf sitze, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen super. Ja, also rundherum Fazit. Ich fühle mich mittlerweile richtig krass wohl auf dem Fahrrad. Und ich freue mich echt, wenn ich wieder drauf bin das nächste Mal. Und ja, ich gehe vielleicht am Wochenende damit nochmal eine Runde fahren, weil da ich immer noch gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen bin, will ich einfach noch nicht so viel Uphill fahren und meinen Puls so pushen, weil sofort mein Kopf dröhnt einfach. Keine Ahnung, was da los ist, aber da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen schonen. Also wenn du dir überlegst, einen Focus Sam Squared 6.8 anzuschaffen, so jetzt nach 6 Monaten, es ist ein super Bike, ich bin echt happy damit. Kategorie 5 Bike, deswegen auch für Bikeparks und Sprünge super. Ihr habt gesehen, Stromberg sind ja schon wirklich große Sprünge und da fühlt sich das Ding einfach mega wohl. Also kann ich nichts anderes zu sagen. Auch wenn man echt so eine Umstellung merkt, immer vom Biobike zum E-Bike, gerade weil das Fokus sehr schwer ist, aber bergab auf so einem Flowtrail oder im Bikepark stört mich das echt. Null, weil ich da auch nicht viel bremse und einfach mich freue, wenn das Ding schnell läuft, ne? Weil dann hat man nicht diesen Tretwiderstand, weil der ist halt schon nervig, gerade in Stromberg zum Beispiel, wenn ihr Sprünge habt, die echt viel mit Speed gefahren werden, dann tretet ihr echt halt gegen das Gewicht an, ne? Nachdem die Unterstützung weg ist. Und da ist es natürlich schön, wenn das Rad schnell läuft. Ja, ich wollte euch einfach dieses kurze Feedback geben, weil ich finde, das ist einfach eine Sache, das ja, bin ich euch schuldig, mal kurz ein Feedback zu geben. Und ja, ich habe übrigens jetzt den ersten kleinen Schaden am Torque in einem Lager. Aber das Ding muss auch mal geserviced werden. Also, naja. Aber dazu später mehr in einem anderen Video. Außerdem wird das Focus bald umgebaut auf Mallet. Die Laufräder liegen schon hinten. Und ich brauche nur noch so ein Magura-Lock-Werkzeug. Und wenn einer von euch das zu Hause hat, sagt mir Bescheid. Ich brauche das Ding mal kurz, um umzurüsten. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen super schönen Tag. Geht rauf aufs Rad, genießt die Zeit. Abonnieren nicht vergessen. Jede Woche 2 neue Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.